Willkommen auf der Satox und mit dem heutigen Tag mache ich jetzt erstmal eine Dreierreihe von abgeschlossenen Seiten voll. Und zwar zeige ich euch heute noch das zweite und letzte Volume von die Schleimtagen. Tagebücher. Sprechen konnte ich schon immer. Das ist echt super. Vor allen Dingen habe ich momentan wieder viel zu viel Energieintus. Fangt mit dem Scheiß nicht an. Es ist zu schlimm. Lieber Kaffee in Schwarz oder das gleich, dann kann man die Finger komplett von Koffein zurück. So, der FSK-Flatschen ist hier nur an der Folie dran, ist also schon wieder ab. Dann schnappe ich mir das hier gleich mal. Schleim aber oho, das trifft halt immer noch zu. Und jetzt sehen wir meinen Liebling, die Schuna, den Jungen. Ja, hier haben wir drauf, die sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln im Bildformat 16 zu 9 Full HD. Todesgabe in beiden Sprachen ist 2.0. Hier sind die Episoden 7 bis 12 drauf, also die zweite Hälfte. Geht insgesamt 150 Minuten. Hat noch als Extras ein 32-seitiges Booklet, ein Poster, Clean Opening und zwei Endings dabei. Und dann hat es inklusive noch als Extras Gewalt und Verletzung. Aber nein, das ist nur die Einstufung. Muss es wahrscheinlich, es ist total an mir vorbeigezogen, muss man das jetzt immer extra noch klassifizieren, weswegen denn die Altersfreigabe entschieden wurde. So, da haben wir das Äußere. Innen drinnen noch ein Mini-Manga und die Disc mit Screens aus der Serie. Dann hole ich mal die ganzen Extras raus. Ja, hier haben wir auch noch das. Und da oben stehen die Episodentitel. Und wir gucken uns erstmal das Poster an. Ist einseitig bedruckt. Schaltet euch mal hier so rein. Neigt euren Kopf einfach nach rechts. Dann könnt ihr die komplette Schönheit mal betrachten. Dann gucken wir noch das, was war es, 32-seitiges Booklet. Mit Inhaltsangabe sogar. Die Milin-Tagebücher. Oh, Essen, da kriege ich gleich wieder Hunger. Ein paar Alternativorts von Milin. Ah, hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Weihnachtliche Outfits. Wird es scheinbar eine Weihnachtsepisode geben, ist auch ganz cool. Und okay. Noch so ein paar Chibi-Figuren, also die Charaktere in klein und niedlich, noch niedlicher teilweise. Gut, dann bleibt zum Schluss noch zu gucken, wie das Ganze in den Sammelschuber reinpasst. Stoße ich ans Stativ dran. Jetzt habe ich schon ein kleineres, schmaleres Stativ und stoße trotzdem noch ständig dran. So, ja, das passt super rein und kann dann quasi mit ins Sammlungsregal gestellt werden. Dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.